Beim brandneuen Ubisoft-Abenteuer Immortals Phoenix Rising verschlägt es euch auf die mystische Goldinsel, die bevölkert ist von Göttern und allerlei fantastischen Wesen. Viele Gebiete sind zwar ziemlich düster, trotzdem macht das Spiel zunächst einen harmlosen Eindruck. Das liegt auch an der humorvollen Präsentation der Story durch die Götter Zeus und Prometheus, sowie am charmant freundlichen Grafikstil. Die Vermutung liegt nahe, dass Phoenix Rising deswegen besonders leicht sein könnte. Dem ist aber nicht so, im Gegenteil. Das komplexe Kampfsystem und die herausfordernden Rätselschreine sorgen dafür, dass Immortals Phoenix Rising viel anspruchsvoller ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Das liegt zum einen an den komplexen Möglichkeiten durch eine Vielzahl von Waffen, Fähigkeiten und Ausrüstung. Ihr verfügt zum Beispiel über verschiedene Schwerter, Äxte und Bögen, unterschiedliche Helme, Roben und Schwingen, außerdem werdet ihr unterstützt vom Greifvogel Phosphor und gezähmten Pferden. Und außerdem stehen euch viele göttliche Fähigkeiten zur Verfügung, wie zum Beispiel Zorn des Ares oder Hammer des Hephaistos. Auch bei den Upgrade-Möglichkeiten und Verbesserungen eurer Waffen, Fähigkeiten und Ausrüstung habt ihr viel Auswahl. So könnt ihr die Ausdauer mit Blitzen des Zeus verbessern, Energie mit Ambrosia erweitern und mit Hilfe von Charons Münzen göttliche Kräfte verstärken. Oder ihr verbessert mit gesammelten Edelsteinen eure Waffen und braut Tränke aus Granatäpfeln, Pilzen und Blüten. Und auch die Kämpfe selbst sind komplexer und taktischer, als es im ersten Moment erscheint. Bei Immortals Phoenix Rising gibt es viele verschiedene Gegner und alle bekämpft ihr mit einer eigenen Strategie am besten. Die Gefechte finden nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft statt. Zudem kämpft ihr gegen viele verschiedene Gegner auf einmal und müsst Angriff, Verteidigung und Ausweichen geschickt miteinander kombinieren. Und dabei greift ihr auf viele verschiedene Waffen und Fähigkeiten gleichermaßen zurück. Viel Raum für Taktik also. Doch nicht nur Kämpfe, auch die Rätsel in Immortals Phoenix Rising sind anspruchsvoller, als man zunächst denkt. In den Rätselschreinen bekommt ihr es mitunter mit recht kniffligen Aufgaben zu tun, bei denen ihr all eure Fähigkeiten, Kräfte und Waffen miteinander kombinieren müsst. Teils werden euch auch waghalsige Klettermanöver abverlangt und besonders mächtige Gegner warten in den Schreinen ebenfalls auf euch. Die Rätsel in der Oberwelt erscheinen zunächst simpel, die Lösung ist dann aber doch oft viel komplexer. Auf dem Weg zum Ziel müsst ihr euch in hitzigen Kämpfen beweisen und die Umgebung bei der Lösungssuche mit einbeziehen. Auch kreative Lösungen sind oftmals möglich. Egal ob Kampfsystem, Upgrades, Gegnertypen, Rätsel oder Schreine, Immortals Phoenix Rising ist auf vielen Ebenen komplexer und anspruchsvoller, als man es zunächst vermuten würde. Denn hinter der charmanten und freundlichen Fassade steckt ein forderndes Action-Adventure mit taktischem Tiefgang. Eins ist gewiss, an so manchem Kampf und dem ein oder anderen Rätselschrein werdet ihr euch garantiert die Zähne ausbeißen. Ein Hinweis. Wo wilde Bären leben, lagern König Kokalos Reichtümer und warten darauf, in Tempel und Gärten verwoben zu werden. Erwärmt vom Blut meines Herzens und den feurigen Quellen meiner Tränen. Sprich laut, mein Liebling, wenn du den Schlüssel drehst und du kannst meine Schatzkammer betreten.